Mathos. Vielen Dank, guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Dankeschön. Ein fröhliches Wochenende hier in Köln steht bevor, die Popcom hier in Köln. Ich nehme an, die meisten Gäste heute sind auch wegen der Popcom hier, ist es richtig? Ja. Ja, sie sind hier, um noch jetzt vermehrt Platten zu klauen in den Läden, denn die Plattenindustrie hat aufgerüstet, aber wir waren heute irritiert. Und zwar folgendes: Unser fantastischer Bundeskanzler heißt wie? Gerhard Schröder. Gerhard, wir, seine Fans, nennen ihn Gerd Schröder, ist not amused. Folgendes: Er verbringt heute seinen letzten Urlaubstag in Positano. Und er muss sich ärgern. Und worüber? Über einen Sender, über den sich Milliarden täglich ärgern, über RTL. Folgendes: RTL plant eine lustige Comedy-Reihe zum Thema der Kanzler privat, Kanzler Gerd und Gattin wie? Doris. Und die Serie hat den originellen Titel Wie war ich, Doris? Satire vom Feinsten, Kritik mit dem Florett und so weiter. Der Kanzler hat das gehört und jetzt müssen wir aus der Presse entnehmen, sein Regierungssprecher hat gesagt, also, das geht dem Kanzler zu weit, das greift nicht nur in sein Privatleben ein, sondern auch in seine Ehe. Und der Kanzler hat für nächste Woche ein Interview mit RTL abgesagt. Ärgerlich, wir alle haben uns darauf gefreut. Ja, jawohl, nächsten Dienstag gibt der Kanzler ein Interview bei RTL. Das wird spitze, das wird spannend, das zeige ich nicht auf. Oh, das wird toll. Oh, das wird so geil. Ha, ja, vergiss bloß nicht, es aufzuzeichnen. Nein, der Kanzler selber hat sich nicht geäußert, das macht immer sein Regierungssprecher. Ja, und er sagt, das steht natürlich in keinem Zusammenhang. Bei RTL ist man sehr laut und sehr böse laut geworden. Wie gesagt, meine Damen und Herren, das ist die Situation. Der Kanzler ist böse über eine Comedy, die RTL demnächst zeigen will. Und wir haben uns gesagt, wir sind eine Show, die den Begriff Tratsch und Klatsch nicht einmal im Wörterbuch findet. Wir sind zuständig für Information. Und wir freuen uns, dass der Bundeskanzler heute Abend zugeschaltet wird aus Positano und exklusiv bei uns ein Interview gibt, in dem er die Sache klärt. Tolle Sache. Danke, Herr Schröder. Wirklich wahr. Ja. Meine Uhr ist weg. Komisch, wann habe ich denn Hombach zuletzt die Hand gegeben? Also, ja, weg. Weg! Der Kanzler, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten mit einem Exklusivinterview. Sat.1 rüstet zum Gegenzug. RTL plant, wie gesagt, die Serie Wie war ich, Doris. Und Sat.1 plant den Schocker zum Thema Rudolf Scharping. Wo bin ich, Gerd? Das alles in diesem heißen Herbst. Und wir haben eine Sendung, meine Damen und Herren, wenn Sie Ferrari-Fans sind. Ich sage eins: Schumi, unser großartiger Weltmeister, zweimaliger Weltmeister, hat heute auf der Teststrecke von Ferrari das erste Testprogramm absolviert. Und die entscheidende Sache wird sein, kann er innerhalb von 5 Sekunden aus dem Ferrari raus? Er muss ja innerhalb von 5 Sekunden raus, laut Reglement. Und er muss auch noch beim Formel-1-Rennarzt den Test bestehen. Hüpftest, ja? Abspringen und mit beiden Beinen auf dem Boden landen. Ja, das schafft heute Abend auf der Popcom keiner mehr. Ja. Aber Schumi muss es schaffen. Und wir werden hier für Sie exklusiv testen, wie lange braucht man, um aus einem Ferrari herauszukommen. Das ist nur ein Teil des wirklich umwerfenden Festprogramms, das Sat.1 heute für Sie hier befohlen hat. Wir haben außerdem großartige Gäste. Wir haben einen jungen Künstler, der 2 Jobs hat. Den einen ist er los, denn er hat seinen 25. Geburtstag in einem Striplokal gefeiert und da hat ihn Bravo TV rausgeschmissen. Denn Bravo TV ist sehr, sehr streng. Dr. Sommer, oder? Ja, aber er ist ja immerhin noch Mitglied der ersten deutschen Boygroup Bed and Breakfast. Bei uns heute Abend zu Gast Florian Wahlberg. Dann eine junge Schauspielerin. Eine wirklich fabelhafte Schauspielerin. Sie hat gerade Theater gespielt, das ist das Großartige, mit Jopie Johannes Heestes, dem Grand Seigneur.
weit über 90 Jahre alt. Mit ihm hat sie auf der Bühne gestanden als Momo. Und demnächst fängt sie an in einem großen Spielfilm, der international gedreht wird, der das Leben von Marlene Dietrich verfilmt. Bei uns heute Abend zu Gast Cosma Shiva Hagen. Und er ist mittlerweile ein Bestandteil unserer Show, meine Damen und Herren. Seit Anfang der Woche mit dabei. Heute steht er vor seinem ersten showfreien Showwochenende. Mein großartiger Co-Kommentator Horst. Diese Gästen kennen Sie alle, wenn Sie hin und wieder mal mit dem Flugzeug reisen, unsere Stewardessen, unsere Flugbegleiterin. Und bei British Airways, bei der großartigen Fluggesellschaft British Airways, hat man jetzt ein Problem, nämlich ungefähr 30% mehr Stewardessen als im Vorjahr sind schwanger. Sie erwarten alle ihr Baby zur Jahreswende. Das kennen Sie ja, Millennium Baby. Ja? Insgesamt 600 Stewardessen müssen Bodendienst leisten. Sie dürfen nicht mehr fliegen, weil eben der Bauch schon so gewachsen ist. Ein Riesenproblem. Das größte Problem bei diesen schwangeren Stewardessen, die Kotztüten für die Passagiere werden knapp. Ich frage mich, wie sagt eine Stewardess ihrem Chef, dass sie ein Kind erwartet? Oder, hallo Chef, ich bekomme ein Kind, weil mich ein Pilot geschwängert hat. Bitte, hier. Es gibt zwei sichere Methoden, in Zukunft die Schwangerschaft ein bisschen einzudämmen. Erstens, Pille für die Stewardessen oder zweitens, der Co-Pilot bleibt zu Hause. Bei den langen Zwischenstops am Pool. Da geht's ja ab, was man so hört. Sogar auch zwischen Männern und Frauen. Unglaublich. Das ist so. British Airways fragt sie, wie konnten so viele Stewardessen schwanger werden? Und viele männliche Flugbegleiter haben sie gefragt, wie kann man überhaupt schwanger werden? Eis mit oder ohne Kohlensäure. Eis, Zitrone. Ja. Wir kommen zu einem ähnlichen Thema im Tierreich. Allerdings, es gab Probleme, und zwar bei wilden Raubtieren beim Ozelot im Zoo von Dallas. Beim Ozelot im Zoo von Dallas hat man Sexmüdigkeit beobachtet. Das heißt, die Weibchen hatten keine Lust mehr auf die Männchen und nicht erfunden, eine wahre Geschichte. Die Männchen wurden besprüht mit Obsession. Von Calvin Klein. Von Calvin Klein. Psst. Und daraufhin die Weibchen. Wieder richtig scharf geworden, ja. Ozelot. Sie wissen, diese südamerikanische Pantherkatze. Und bei der Körpergröße des Ozelot entfällt ein Drittel der Körpergröße auf die Länge des Schwanzes. Ozelot. Für mich klingt Ozelot immer ein bisschen, als ob beim Scrabble der erste Buchstabe fehlt, oder? Ozelot. Ozelot. Das ist eine tolle Ausrede für uns Männer, wenn wir wissen, dass die Katzen jetzt so scharf sind beim Ozelot. Wenn man nach Hause kommt, sieht sie, oh, bin ich müde. Wieso ist denn dein ganzer Rücken zerkratzt? Oh, das war der Ozelot. Wir haben ja angefangen. Deutsche Männer sind von Ozelot-Weibchen nicht gefährdet, denn Tabak und Old Spice hat man seine Ruhe. Und dann in Südkorea, dem Austragungsort zusammen mit Japan der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft, ist jetzt wieder eine schöne alte Tradition erlaubt, Hunde essen. Ja, das sagen immer viele, oh, wieso nicht? Wir essen Schwein, wir essen Rind, wir gehen zum Italiener. Ja. Und dort isst man Hunde. Und wenn wir Hunde essen wollen, dann gehen wir. hat geschmeckt. Okay. Ja.
anlässlich der Olympischen Spiele 88 hat man das verboten, in Südkorea Hunde zu essen. Und jetzt kommt die Fußball-Weltmeisterschaft und die merken es eh nicht. Und da sagt man, bringen die Hunde wieder rein. Ja, und da kommt dieser süße Spruch, das kennen Sie doch, oder? Wie sagt der koreanische Hund zum Abschied, bevor er im Ofen verschwindet? Ciao, ciao. Diese Geste werden wir in Zukunft häufiger sehen. Und zwar, es ist die Geste, mit der reifere Damen, die den Wind schon durchaus mal von vorne erlebt haben, prüfen, sitzt er, mein Dutt. Die Gattin des Herrn, der sie beim Ozelot weggeschmissen hat. Der Dutt, dazu braucht man langes, kräftiges Haar und das wird dann hinten aufgearbeitet. Man kennt das also in Baden-Württemberg, wo der Piet Kong herrscht. Da bei den evangelischen Glaubensschwestern und Brüdern, da wissen wir das aus den Kirchenchören. Der Herr hat mich gerufen. Weiße Rüschenbluse und Dutt. Und viele sagen, wenn man diesen Dutt öffnet, wird diese Frau zum Tier. Es passiert aber auch in Baden-Württemberg, dass sie die Nadel aus dem Dutt ziehen und er bleibt halten, weil man bloß immer im Jahr wäscht. Ja. Dutt! Oder wie man im Volksmund sagt, Genickschussbremse. Ja. Wenn der Dutt richtig schön straff sitzt, spart er wirklich das Lifting. Viele Frauen tragen ja Dutt ganz bewusst, damit sie sich beim Sex auf dem Küchentisch kein Kopfweh holen. Ich habe das Wort Dutt zum letzten Mal gehört von meinen Fans in den neuen Ländern, jetzt am Flughafen im Urlaub. Hallo Schmidtchen, sag mal, wo ist denn hier der Dutt die Frühschub? Geht's nicht mehr. Gestern ist eine der größten Polizeifahndungen der letzten Zeit zu Ende gegangen, meine Damen und Herren. Auch dank der Mithilfe von vielen, vielen Zuschauern. Jeder hat jeden irgendwo angerufen und irgendwas mal gesehen. Und auch wir haben unseren Augenzeugen befragt, auch er hat der Polizei den entscheidenden Tipp gegeben. Ja, ja, den habe ich gesehen. Der kam von hier da rüber und ist dann da wieder verschwunden. Hast du auch angerufen, Horst? Ja. Jetzt mal Wochenende. Und an diesem Wochenende ist ja kein Formel-1-Rennen. Ich sage es nochmal, unser Liebling des Monats August, Eddie Irvine. Allerdings nur noch zwei Punkte in Führung vor Mika Häkkinen. Und Michael Schumacher hat heute ein erstes Trainingsrennen aufgenommen in Italien in seinem Ferrari, 40 Tage nach seinem Unfall. Und das wird so manche Sekretärin irritieren, die durch einen Schnupfen 40 Tage ans Bett gefesselt wurde und nicht zur Arbeit kommen kann. Aber Schumi natürlich, er braucht das Geld. Er ist heute, ja, er hat sich zum Wagen tragen lassen. Und das Entscheidende ist, meine Damen und Herren, dieses Reglement ist ja so wahnsinnig streng. Man muss nicht nur ganz schnell fahren, man muss nicht nur mit allen Körperteilen im Ziel ankommen. Nein, man muss auch, falls was schief geht, in 5 Sekunden aus einem Rennauto, und Schumi fährt ja Ferrari, raus. Und wir haben uns gefragt, wie schnell ist das? Ist das so einfach? Schaffen das auch normale Menschen wie Sie und ich, in 5 Sekunden aus einem Ferrari rauszukommen? Wir haben gesagt, wir mutmaßen nicht, wir sind nicht der Fall für Spekulationen, wir weisen das wissenschaftlich nach. Und wir haben einen Ferrari hier und wenn Sie gerade vielleicht schon in Corsa ein bisschen gewienert haben fürs Wochenende, nochmal hören. Ha ha ha.
Unglaublich, was unser Toningenieur mit dem Mund kann. Nochmal hören. Nochmal. Lass noch einmal hören. Wow, ja. Und jetzt macht bitte das Tor auf und bringt den Ferrari rein. Toller. Komm, ja, guck mal hier. Ja. Ja. Das, meine Damen und Herren. Unser Letterman. Im typischen Ferrari-Outfit. Ist das ein Auto? Ich weiß, dass viele zu Hause jetzt erregt sind. Leicht nach vorne rutschen. Und ich kann vielleicht einmal stellvertretend für viele deutsche Männer, die an eine Familie gefesselt sind und einen Kombi fahren müssen, einmal stellvertretend für den normalen deutschen Mann. Und das Tolle ist auch ein schönes Beispiel für Schleichwerbung. Ja? Weil wir rufen bei Ferrari hier in Köln an und sagen, stellt uns doch bitte einen Ferrari hier rein, machen die sofort. Und Sie wissen, am Montag gehen Sie ins Geschäft und sagen, stellt mir bitte eine Ferrari, wie ich bei Schmidt gesehen habe. Ja, so funktioniert das. Guck mal, hier hinten, was ist das denn? Da ist zum Beispiel, bei mir ist da der Kindersitz. Ja? Da ist hier, ich nehme mal, ist der Motor. Unglaublich, und er ist noch warm. Und er atmet richtig. Ein Ferrari. Wollen Sie mal anfassen? Hey! Wir gucken mit den Augen. Ja. Jetzt ist die Frage, schafft man es, aus diesem Auto in 5 Sekunden rauszukommen, wie es das strenge Reglement der Formel 1 vorschreibt? Und ich würde sagen, Letterman, sei mal so nett, steig mal ein. Vergiss nicht, dich anzuschnallen, denn das ist ja das Allerwichtigste. Schafft es unser Letterman in 5 Sekunden aus dem Ferrari auszusteigen? Und auch geil schon, wie die Tür klingt, wenn sie zugeht. Hören Sie mal. Nochmal. Hier. Ein Ferrari. So, ich sage es nochmal, falls Sie den Wagen am Montag kaufen wollen und die Marke nicht verstanden haben. Es ist ein Ferrari. F-E-R-R-A-R-I. Damit Sie am Montag bei Ihrem Opel-Händler, wenn Sie den alten in Zahlung geben, nicht lange nach dem Namen suchen. Alles klar, Herr Letterman? Alles klar. Okay, die mörderische Uhr ist bereit. 5 Sekunden ist das Limit. Und wir sagen, auf die Plätze, fertig, los! Wahnsinn! 3 Punkte! Sekunden. Jetzt wollen wir sehen, jemand, der nicht so gelenkig ist, einmal probieren. Horst, probierst du mal. Wie lange braucht Horst? Mach die auf. Rein. Ja, okay, Horst. Mach die Tür zu. Ja. So, Horst. Dann haben wir die Uhr auf Null. Jawohl. Schnall dich bitte an, Horst. Schnall dich an. Nee, hier mit dem Sicherheitsgurt. Du musst dich anschnallen, ja. Nein, Horst, anschnallen. Okay. Auf die Plätze, fertig, los! Hier, anschnallen. Da rein, hier! Stopp! Ja, komm, Horst. Ist okay. Setz sie wieder hin. Ja, nimm doch die Finger weg! Ja. Möchtest du einen Herr oder eine Dame aus dem Publikum probieren? Wer möchte es probieren? Ein echter Ferrari. Sie? Wollen Sie es probieren? Wer will es probieren? Hier oben. Ja, der Herr im roten Hemd, das ist der Kollege vom Herrn, der sich beim Ozelot nicht mehr eingekriegt hat. Ja? So.
mal da. Ja. Danke. Wie heißen Sie? Kai. Kai. Jetzt haben, lassen wir raten. Kai aus Bochum? Hamm. Aus Hamm. Und bei welchem Spiel haben Sie schon mal mitgemacht? Sportabzeichen haben Sie auch. Wann war das? Im März. Im März. Wie oft sind Sie? 25. Wohnen Sie im Studio oder nein. Wie? Nein. Nee. Nein. Wie oft sind Sie denn hier? Das fünfte Mal heute. Das fünfte Mal? Ja. So ein Fan? Ja. Ja? Mein Kollege noch schärfer, das zwölfte Mal hier heute. Wirklich wahr? Das ist der Ocelot. Richtig. Ja. Okay, Horst. Wir haben den Namen von Horst eingegeben. Ja. Schon mal im Ferrari gesessen, Horst? Nein. Was fahren Sie für einen Wagen, Horst? Ich ein BMW. BMW, das ist ja eigentlich aus deutscher Sicht die Entsprechung. Ja? Was für ein BMW? Ein Dreier, Touring. Dreier. Einsteigen bitte, Horst. Ja. Ja? Wollen Sie mal den Wagen anwerfen? Ja. Wollen Sie mal? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das abgastechnisch hier im Studio geht. Ist erlaubt. Na ja, halten Sie mal die Luft an oder... Geht's, Horst? Ja, Kai. Bitte? Ja. Wenn man Beine hat, ist es ein bisschen schwierig in dem Wagen, aber... So. Kai, können wir ihn mal richtig so von der Seite zeigen? Er ist eigentlich, glaube ich... Zeig ihn doch einmal bitte hier so richtig von der Seite, weil wenn man bei Ferrari ihn sieht, sagt man, adoptiert ihn. Das ist unser Mann. Ja. Kai, alles klar? Alles klar. Wollen Sie mal starten, den Wagen, oder ist es zu riskant? Gerne, gut, klar. Ja? Geht das? Ja. Kupplung, alles wie beim Dreier. Auf den Lampen. Ja. Einmal. Okay. Ja, muss ich ehrlich sagen, kann sein, dass es gewerkschaftlich oder vom TÜV her nicht erlaubt ist, aber sicher den Standort Deutschland. Ja? So Kai, jetzt Mama, alles klar, Sie wissen, 5 Sekunden gilt zu schlagen. Sie haben ungefähr, Sie haben eher die Figur des Ralf Schumacher, aber eigentlich, es müsste klappen. Kai, alles klar, die Uhr läuft, Achtung, fertig, los! Wow! Mein Lieber, noch schneller als Letterman. Ja? Kai, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Dankeschön. Geben Sie der Kollegin das Mikrofon auch bitte wieder. Letterman, schönes Wochenende. Aber hallo. Das hat überrascht. So, meine Damen und Herren, Sie sehen also, Letterman und Kai haben es deutlich unter 5 Sekunden geschafft. Das müsste also auch für Schumi, er hat ja auch die ganze Zeit trainiert, dann in Zukunft wieder möglich sein. Und ich bekomme jetzt ein Zeichen, es ist soweit, wir haben unsere Schaltung zum Bundeskanzler Gerhard Schröder, noch in seinem Urlaubsort in Positano. Und wenn ich richtig informiert bin, ja, es ist soweit. Herr Bundeskanzler, unser Bundeskanzler Gerhard Schröder, meine Damen und Herren. Guten Abend. Herr Bundeskanzler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben bei all dem Ärger. Zunächst einmal möchte ich Sie fragen, hatten Sie bisher einen schönen Urlaub? Geht's, Herr Schmidt. Ich habe kein frisches Hemd mehr. Die Zigarren sind mir ausgegangen. So feine Pasta wie zu Hause können die ja auch nicht kochen. Und der Strand, das möchte ich hier schon mal anmerken dürfen, der ist nicht 100 Meter weg wie im Prospekt, sondern 230 Meter. Und dann ist er auch noch voller Italiener. Ja. Nun, sind wir ja froh, Herr Bundeskanzler, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben, nach all dem Ärger mit RTL. Mit RTL sprechen Sie selbstverständlich nicht mehr, weil RTL eine lustige Sendung über Sie und Ihre Frau plant. Was genau stört Sie denn daran? Ich werde den Teufel tun, Herr Schmidt, das hier im Fernsehen öffentlich auszubreiten. Ach bitte, Herr Bundeskanzler. Na gut, dann macht man eine Fernsehserie über mich und meine Frau und dann wird die Hauptrolle nicht mit mir besetzt, sondern mit einem zweitklassigen Komiker.
Da darf man sich mit Verlaub nicht wundern, wenn man auf meine Mitwirkung bei anderen lustigen Projekten verzichten muss. Ich verstehe, ja. Sie fühlen sich also als Künstler übergangen? Selbstverständlich. Es ist ja wohl nicht gänzlich unbekannt, dass ich über ein Stück weit Fernseherfahrung verfüge, nach meinen großartigen Rollen im großen Bellheim und im Übrigen auch in der RTL-Serie Gute und auch nicht so gute Zeiten. Das war ja wohl, da war ja wohl kein Casting mehr nötig, ne? Also wie ich ganz persönlich finde. Ja, wussten Sie denn schon länger, dass diese Serie geplant wurde? Ich habe Herr Schmidt davon nicht nur Kenntnis gehabt, ich habe sie sogar selber geschrieben. Dieses Comedy-Konzept habe ich sogar überall verteilt unter dem Arbeitstitel Das Schröder-Blair-Papier. Ah ja, richtig. Das fanden aber doch einige Leute, wenn ich mich richtig erinnere, gar nicht so gut. Deswegen, Herr Schmidt, hat dieser Sender es ja auch noch heimlich umgeschrieben. Und plötzlich musste ich feststellen, dass meine Frau jetzt die besseren Gags hat. Und das kann natürlich so nicht angehen. Ja, nun plant ja RTL angeblich diese Serie unter dem Titel Wie war ich, Doris? Angeblich fragen Sie das ja Ihre Frau nach jedem Fernsehauftritt, stimmt das? Natürlich nicht, Herr Schmidt. Wer mich kennt, weiß, dass ich meine Frau nicht Doris nenne, sondern immer nur mit Köpfelchen anrede. Ah ja, das ist interessant. Ja, oder Pferdi oder manchmal auch Butzi Mutzi. Aber das nur nebenbei, denn das Privatleben meiner Frau geht niemandem was an. Im Übrigen gilt das auch für mich. Unterhalte ich mich auch dran. Ja, alles klar. Eine letzte Frage, Herr Bundeskanzler. Ist Ihre Haltung RTL gegenüber nicht ein Schlag ins Gesicht der künstlerischen Freiheit? Nee, sehen Sie, Künstler, die mir eine Rolle geben, die lade ich zum Italiener ein. Nicht? Und Künstler, die nicht sehen, dass ich im kleinen Finger viel komischer bin als irgend so eine Hilfspappnase, ne? Die gucke ich mit dem Arsch nicht an. Ja, alles klar. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Na, wie war ich, Köpfelchen? Dankeschön, Herr Bundeskanzler. Kommen Sie gut nach Hause und einen guten Start in die neue Fernsehsaison. Vielen Dank. Horst, bitte eins weiterrücken, denn unser erster Gast kommt, meine Damen und Herren. Das ist die Bild-Zeitung der vergangenen Woche. Und hier waren die Fotos zu sehen, meine Damen und Herren, die dazu geführt haben, dass unser erster Gast heute Abend seinen Job verloren hat bei Bravo TV. Aber halb so wild, denn er ist ja auch noch bei der Band Bed and Breakfast. Und das hier ist die aktuelle Single. Nach zweijähriger Pause sind sie wieder da und er ist heute Abend bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Florian Wahlberg. So, wir können mal gerade vielleicht mal zeigen, das sind die Fotos, die also bei Bravo TV dafür gesorgt haben, dass sie gesagt haben, jetzt reicht's, gib dem Jungen seine Papiere, wenn er welche hat. Also, wo wurden diese, hast du gemerkt, als diese Fotos geschossen wurden? Ja, selbstverständlich merkst du das, klar. Ja, war nicht irgendwie heimlich abgeschossen, sondern... Das war schon heimlich abgeschossen wahrscheinlich, ja? Aber in so einem Augenblick springt man ja auch nicht auf, wenn da gerade ein Mädel auf dem Tisch sitzt und sich auszieht. Ja. Springt man nicht gleich weg und sagt, oh, da macht jemand gerade ein Foto und irgendwie... Ja, es war dein Geburtstag? Das war mein 25. Geburtstag. Ja, wo war das? Das war in Hamburg auf dem Kiez. Da haben wir halt eine Kiez-Tour gemacht, sind durch alle möglichen Läden geeiert und letztendlich dann im Dollhaus gelandet. Dollhaus, was geeiert im Dollhaus? Was ist das Dollhaus für ein Etablissement? Kennst du gar nicht? Nee. Ah ja, nee, ist ein ganz normaler Stripladen, einfach irgendwas völlig Sauberes. Das heißt aber, es sind nette, attraktive Frauen. Ja, auch. Die strippen? Ja. Auch Männer? Weiß ich nicht, interessiert. Weiß nicht. Ach so, du? Ja, nee, weiß ich nicht. Ah, ja, okay. Nein. Also, es sind Frauen, weil du sagst ja auch. Ja, es sind auch Attraktive dabei. Also sind halt für jeden Geschmack was dabei. Ah, ja, verstehe. Ja. So, die strippen. Ja, genau. Ist das Table Dance? Ich schätze mal, ja. Also man setzt sich irgendwie an so einen runden Tisch und dann kommt auch so ein Fräulein auf den Tisch, die macht sich nackig und dann kann man ihr so ein paar Dollar anklicken. Ja. Das heißt, man klebt ihr Geld an den Po. Zum Beispiel. Oder vorher steckt man sie in den BH oder ganz in den genau. Slip. Ja. Yep. Aber es bleibt beim Geld kleben oder wird auch angefasst oder gar später. Es bleibt vom Prinzip her schon bei der Nummer auf dem Tisch. Was heißt vom Prinzip her? Das ist eine Einschränkung. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so probiert. Also ich bin immer auf dem Tisch geblieben. Ja, du hattest Ja, das ist ein normaler junger Mensch. Oder? Normal. Bleibt auch mit beiden Boden auf dem Tisch, der Patzer. Also, das heißt,
eigentlich muss man sagen, also du bist 25 Jahre, das ist ja auch nicht mehr, dass du sagst, du bist noch minderjährig oder was weiß ich. Nicht wirklich. Dollhaus, da ist eigentlich auch der normale deutsche Vati anzutreffen, nehme ich an, wenn er auf der Handwerksmesse ist oder was. Ja? Und mal wissen will, wie es aussieht und so, dann geht er auch dahin. Jetzt hat Bravo TV diese Fotos gesehen. Ja. Ja. Und wann haben Sie sich rausgeschmissen? Wie viel später? Ich weiß gar nicht. Es war letzten Freitag. Da bekam ich dann halt einen Anruf von dem Producer von MME, also von Bravo TV, der bei MME, der Produktionsfirma, arbeitet. Und der hat mir das dann unterbreitet. Ja. Das ist der Heinrich Bauer Verlag, der dann wiederum die Bravo rausgibt. Heinrich Bauer Verlag. Macht ihr nicht auch Quick und Neue Revue? Playboy. Ja. Also die macht er auch. Ja. Durchaus, ja. Gut, da versteht man natürlich, dass man da ein bisschen nervös reagiert. wenn ein 25-Jähriger an seinem Geburtstag. Und man muss ja auch sagen, vielleicht warst du denen auch zu intellektuell, denn hier unten hast du eine Brille auf. Ja. Das ist vielleicht. Mit Brille wäre das nicht passiert. Hier. Da hat sie mir die schon abgenommen, ja. Ja. Was hältst du da in der Hand? Ich glaube, das ist ihr BH. Ja. Ja. Also es ist nicht mehr der Slip. Nee. Den hatte sie in dem Augenblick, glaube ich, noch an. Dann haben die gesagt, haben die es begründet, warum sie dich rauswerfen? Ich kann das vom Prinzip her schon nachvollziehen. Natürlich war es auch begründet. Ja. Ich schätze mal, dass vor allem der Punkt ist, dass es ein kleines Identifikationsproblem mit der Zielgruppe gibt, wenn man da eines Tages dann mit dem BH auf dem Kopf im Stripladen sitzt und am nächsten Tag bei Bravo in der Feedback-Ecke was frisch gebastelt ist von irgendeinem jungen Mädchen auspackt und muss das dann auch noch realistisch begeistert verkaufen. Ja. Wie ist es bei Bravo TV? Ja, verstehe ich. Also ich kann es vom Prinzip her verstehen. Wie ist es bei Bravo TV mit Künstlern, denen der schmutzige Teil der Presse Geschichten mit Drogen andichtet oder sexuelle Eskapaden, werden die auch nicht mehr eingeladen oder werden die Starschnitte aus dem Heft da gerissen? Ist es ähnlich oder? Okay, das kann ich erstmal nicht genau aussagen. Ich bearbeite nur nicht oder habe auch nicht direkt bei der Bravo gearbeitet. Ja. Aber zum Beispiel ein Robbie Williams, der wirklich diese ganze Szenerie irgendwie durchgemacht hat, findet ja trotzdem statt. Ja. Das heißt, die Bravo ist nun kein spießiges Blatt, absolut nicht. Ja. Ich kann es verstehen, wenn halt jemand, der dieses Jugendformat präsentiert, sich halt so in der Öffentlichkeit zeigt, dass sie dann vielleicht sagen, Mensch, da haben wir vielleicht ein kleines Problem mit. Ja, stimmt. Also beim ZDF zum Beispiel, wenn da jemand erwischt würde, der eine große Samstagabendshow macht oder sowas und so fotografiert, auch weg. Sofort. Kann ich mir vorstellen. Muss ja auch ich würde zum Beispiel rausfliegen, aber bei mir weiß man, ich schaffe es einfach körperlich schon nicht mehr. Und aus diesem Grund... Dann bleibt das unter uns von dem Abend. Ne? Ja, ist ja unglaublich, aber sie sieht gut aus. Weißt du, wie hieß sie? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auch das ist wie beim ZDF. Also, du scheinst nicht so besonders traurig zu sein. Nicht wirklich. Nein, es ist zwar schade, es war ein lustiger Job, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja? Das Team war klasse, ja? Aber naja... Peche halt. Gut, also jetzt seid ihr mit Bed and Breakfast wieder da. Warum habt ihr 2 Jahre Pause gemacht? Das hatte ganz einfach den Grund, dass wir uns irgendwann dazu entschlossen haben, ein wenig anders vorzugehen, ein wenig unsere Musik auch umzustellen. Und in dieser Zeit, in den letzten 2 Jahren, haben wir halt uns ein neues Team zusammengestellt. Ja. Das heißt, wir haben also ein Label gegründet, ein eigenes Management und wir sind jetzt gerade in der Co-Verlagsgründung. Und gehen jetzt halt mit den Songs, die wir auch in diesen 2 Jahren geschrieben haben, wieder neu an den Start und halt mit ein bisschen anderen Sound. Also, wir sehen jetzt einen Ausschnitt aus dem aktuellen Clip. Wie heißt es? Deep in Mind? Deep in My Mind. Deep in My Mind. Das ist auch der Titel der Platte. Das ist, von der Single jedenfalls. Das Album wird erst Anfang nächsten Jahres rauskommen. Aber die Single gibt es am Montag schon zu kaufen, wenn man vom Ferrari-Laden zurückkommt. Seit Montag. Seit Montag. Vom zurückkommt. Deep in My Mind, ein Ausschnitt aus dem aktuellen Clip von Bed and Breakfast. Getting through the day somehow. I guess my mind is crowded now. My soul, I'm in exile. Cry behind a faded smile. Now I have to change the role. All my head is going to explode. And I can hear it crying. Something's asking me to break out. Deeper in my mind. Something's telling me deep inside to set me free. Deep in my mind. Ja, weiß ich nicht. Du kennst die? Den jetzt genau. Die beiden in der ersten Reihe? Ja, also die beiden Mädels oder wie? Ja. Ja, ja natürlich, logisch. Sag mal, Stichwort Mädels. Die Mädels haben hier natürlich leuchtende Augen gekriegt, als du nur angekündigt warst. Wie ist es eigentlich mit Groupies? Bei so einer jungen, dynamischen Gruppe, Boygroup, ja. Ja. Gibt es da Groupies? Reisen die euch nach? Schlafen die vor eurer Tür?
ja, wie komme ich da jetzt raus? Ja. Ja, nee, natürlich. Also es gibt es schon. Es ist ja irgendwie ein Phänomen von jedem, der auf irgendeine Art und Weise in den Medien steht, dass der ja, dann halt ab und zu ein paar Mädels antanzen, die sich dann anbieten. Ja, die bieten sich richtig an. Wie geht ihr damit um? Ich meine, seid ihr in festen Händen oder habt ihr eine Schwingtür oder wie ist es? Eine Schwingtür ist geil. Das ist eben zu lügen. Nein, ja, man sieht sich manchmal schon wirklich dazu gezwungen, das vielleicht dann mal auszunutzen. Irgendwie, man fühlt sich dabei auch dann immer unheimlich schlecht. Das ist so. Aber ja. Was soll man machen? Ja, aber das ist wirklich, ich finde es toll, dass ein junger Mann den Mut mal hat, das zu artikulieren. Die Frauen wollen es ja förmlich. Ja? Das heißt, man sieht sich gezwungen, das auszunutzen. Wie sieht das dann aus? Willst du das genau jetzt wissen? Ja. Sau. So hart? So hart? Es kommt ja immer auf den an, der kommt. Ja. Das heißt, also wie alt sind die Mädels? Wie alt sind die Mädels? Das ist auch total verschieden. Also, dass wenn da jetzt nur ein 40-jähriges Mädchen nach dem Autogramm fragt, dann sagt man nicht gleich, komm mal mit nach oben, mach dich nackig. Ja. Das ist auch klar. Ja. Aber wenn ich halt, wenn man halt abends im Zimmer ist und es klopft an der Tür und dann macht man macht die Tür auf und da steht halt ein Mädchen im Bademantel und die sagt, wärme mir doch mal meine Brustwarzen. Ja. Das ist auch definitiv so, ja? Da steht ein Mädchen im Bademantel und sagt, wärme mir meine Brustwarzen. Ja, und wer macht da die Tür wieder zu und sagt, nö, lass mal stecken. Also, sorry, aber... Ja. Sorry, aber... Ist das so? Ja. 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 Verstehe. Also das heißt, es ist eigentlich eher so ein Goodwill-Act. Ist es ein bisschen Mitleid? Es ist in dem Augenblick sehr viel Mitleid dabei, natürlich. Ja. Ja. Sehr viel. Das heißt, die Frau bleibt dann auch über Nacht, man frühstückt am nächsten Tag zusammen, geht noch ein bisschen in die Stadt bummeln und... Ja, kuscheln den ganzen Tag lang, Kino. Ja. Das ist schön. Ich hatte Angst, bei euch wäre das so wie früher bei den Stones. Aber das ist ja wirklich, da hat sie ja doch einiges getan. Können eure Fans mit dieser Musik jetzt was anfangen? Das ist ja doch wahrscheinlich ein bisschen was anderes, als sie von euch sonst erwarten, oder? Ja, also die Fans von früher sind garantiert ein wenig irritiert. Ja. Die sagen, Mensch, das ist irgendwie was ganz anderes irgendwie. Das sagte ich gerade, ja, genau. Können vielleicht irgendwie nicht allzu viel damit anfangen. Und diejenigen, die Musik vielleicht gut finden, sagen, ah ja, der Song ist ja ganz gut, aber waren das nicht die drei Klappstühle da, irgendwie die vorher irgendwie auf Boygroup und so? Weiß nicht, das kann ich jetzt meiner Freundin nicht antun, wenn ich ihr das mitbringe. Dann haut sie mir vielleicht einen auf die Ohren. Ja. Und insofern ist es natürlich schon nicht leicht. Und wir werden garantiert auch 2, 3 Singles brauchen, um die Leute wirklich verklickert zu haben. Mensch, das kann man sich anhören. Diese Zeit solltet ihr euch nehmen, liebe Fans. Durchaus. Ja? Florian, das war höchst interessant. Heute Abend geht es natürlich noch zum Kometen und zum Popcom. Ja, und da wird auch sicher das eine oder andere noch gewärmt. Nehme ich mal an. Bis zum Sonntag. Toi, toi, toi für die Platte. Gruß an die Kollegen. Ja. Danke. Mein nächster Gast ist eine großartige junge Schauspielerin. In diesem Jahr mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Und in diesem Sommer hat sie ihre erste Bühnenpremiere erlebt beim Theatersommer in Garmisch-Partenkirchen als Momo. Herzlich willkommen, Cosma Shiva Hagen. Hallo, grüß dich, bitteschön. Ich finde wirklich, dass du eine tolle Schauspielerin bist. Ich fand dich auch sehr beeindruckend in dem Film, es waren ja, glaube ich, 3 oder 4 Teiler, Der Laden. Der Laden, ja. Ja. Das ist wahrscheinlich für dich schon so lange her, dass du dich gar nicht mehr erinnern kannst, oder? Doch, erinnern kann ich mich schon, aber das war so ziemlich meine erste größere Rolle. Ja, aber das fand ich sehr beeindruckend. Wie war das jetzt da zum ersten Mal auf eine Bühne, ja? In Garmisch-Partenkirchen, was ist das für eine Bühne? Das war wirklich beeindruckend. Also die Bühne war beeindruckend, Weltmetropole Garmisch-Partenkirchen. Ja. 8 Wochen, ich habe irgendwann eine Art Lagerkoller gekriegt, weil ich hatte nur so ein Zimmer und immer tagsüber immer in der Probe in so einer Halle und... gehst wieder raus und es ist Sonnenuntergang und du kriegst eigentlich nichts mit außer Dirndl und schwarze Dächer und Berge und Kühe und... Das ist Garmisch. Das ist sehr spaßig. Ja. Und was war das für eine Bühne? Open Air? Das war in der Kongresshalle in Garmisch. Ja. Partenkirchen. Momo. Das Stück nach Michael Ende, ja? Yes. Ja. Yes. And your partner war der große alte Charmeur. Juppi. Jörn habe ich die Frauen geküsst. Juppi heißt es. Ja, wie alt ist er mittlerweile? Ich glaube, 95 ist er? 95. Ja. Immer noch auf der Bühne? Immer noch auf der Bühne. Leicht vergesslich, aber immer noch aber trotzdem noch ein super guter Schauspieler. Und ich glaube, die Leute rasten aus, wenn er nur auf die Bühne kommt, oder?
Da sind vor allen Dingen viele ältere Damen, die natürlich kommen, die ihn früher verehrt haben und die heulen gar nicht wegen des Stückes, sondern weil da Jopi auf der Bühne steht. Wirklich? Ja. Die kennen ihn noch aus der guten alten Schwarz-Weiß-Zeit. Der hat ja mit Marlene Dietrich auch zum Beispiel gedreht, wo ich jetzt den anderen Film. Ja, was spielst du? Das finde ich eine wahnsinnig interessante Sache. Das ist ein Film. Wer ist der Regisseur? Josef Filzmeier? Josef Filzmeier. Ja, Josef Filzmeier. Der Filzetun. Und das ist das Leben von Marlene Dietrich. Yes. Spielst du Marlene Dietrich? Nein. Wen spielst du? Katja Flint spielt Marlene Dietrich. Ich spiele die langjährige Garderobiere von Marlene Dietrich, die sie jahrelang immer mit dabei war. Und die wird immer älter im Film. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das ist eine relativ kleine Rolle, die ich mal spielen kann. Und das ist, danke Frau Dietrich, bitte Frau Dietrich, kann ich noch was tun, Frau Dietrich? Kann ich noch irgendwelche Hemden bügeln? Oder? Aber du weißt ja, dass es diese Rollen sind, mit denen man es eigentlich schaffen kann. Weil in dieses Danke Frau Dietrich, bitte Frau Dietrich, kannst du ja alles reinlegen. Alles, ja. Irgendwie so ein Danke Frau Dietrich. Das kannst du ja variieren. Ja? Beim Film kann der Regisseur eingreifen, auf der Bühne hatte keine Chance. Am ersten Abend sagst du Danke Frau Dietrich und am zweiten sagst du Danke Frau Dietrich. Oder so. Und du hast die Lacher und die Hauptdarstellerin hasst dich. Ja. Aber beim Film geht das natürlich nicht. Danke Frau Dietrich. Hast du dich schon ein bisschen ins Leben von Marlene Dietrich eingelesen oder so? Ich habe jetzt ein Interview gelesen mit Marcel Reich-Ranitzky im Stern und da sagt Reich-Ranitzky, wenn Marlene Dietrich wirklich Spaß an Sexualität haben wollte, dann ging sie mit Frauen ins Bett. Kommt das im Drehbuch auch vor? Hast du das gelesen? Das Drehbuch ist ehrlich gesagt sehr lang und ich habe... ja, gib es zu! Gib es zu! Das natürlich! Das ist doch völlig okay! Das ist doch völlig okay! Man guckt, wo ist meine Rolle, wo ist was mein Text, ja? Und was sollen diese vielen schwarzen Buchstaben bei den Namen der anderen? Ja. Wie heißt die Dienerin? Resi. Resi. Die hat sie die aus Deutschland mitgenommen? Oder wie? Yes. Aha. Du antwortest gewisse Fragen mit Yes und ich werde im Verlauf des Abends rausfinden, welche mit Yes. Sagst du auch manchmal Ja? Ja. Wo lebst du jetzt? In Hamburg, also bei Hamburg, ich bin umgezogen in ein Landhaus. Oh. Ich habe auf dem Kiez gewohnt mit einer Freundin und da war drei Jahre lang immer nur was los. Auch auf dem Kiez, deswegen sage ich jetzt gerade Kiez. Du wohnst auf dem Kiez, der feiert auf dem Kiez. Er feiert auf dem Kiez, alles passiert auf dem Kiez. Wie ist es eigentlich auf dem Kiez? Ich war noch nie auf dem Kiez. Ist es da? Ich auch nicht, ich habe da nur gewohnt, aber richtig da so. St. Pauli Fischmarkt da hinten. Also ja, aber wenn du da wohnst, dann musst du ja auch mal wohin kommen, wo nicht Kiez ist. Nee, ich bin nicht richtig zum Kiez. Da war ich nie so richtig. Da bin ich nur vorbeigefahren ab und zu. Verstehe. Wird das nochmal gespielt, dieses Momo? Nee, das haben wir 6 Wochen geprobt, 14 Mal aufgeführt und das war's. Und hat Jopi dich auch ein bisschen so gewarnt, mein Kind? Du musst dir gut aussuchen, was du so spielst, immer gute Sachen aussuchen und aufpassen. Und der hat ja so einen leicht holländischen Akzent. Ja, das macht ja seinen Charme aus, ein Teil seines Charmes, dieses leichte. Genau, dieses leichte, das heute verspricht und ja. Hat er das auch gesungen im Stück, heute gehe ich ins Maxim? Nein, aber er saß mal auf der Bühne, da bin ich gegangen und hat auf einmal gesungen, allein, wieder allein. Wirklich, wahr? Ja. Ach so. Also es wurde auch ein bisschen, wie soll ich sagen, extemporiert. Ja. Hatte er einen weißen Schal um in der Rolle? Nein, aber einen ganz weißen Anzug. Oh, und er sah ja bestimmt hinreißend aus, oder? Yes, ja, mit seiner Frau, die Schildkröte. Simone. Simone. Die spielt er auch mit? Ja, die Schildkröte Cassiopeia, genau. Oh, und wen spielt er? Den Meister Hora. Aha. Ich habe es leider nie gelesen und nie gesehen, aber Meister Hora, eine große, tolle Rolle. Ja? Meister Hora. Und jetzt bist du Resi. Ja. Ab 15. September. Wo wird der Film gedreht? Überall, in Los Angeles, Hamburg, Berlin, München. Tolle Sache. Und noch so ein paar Ecken. Ja, aber ich habe nur, also ich habe 10 Drehtage oder so. Und das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Die drehen, glaube ich, 2-3 Monate oder so. Du könntest mal versuchen, darauf hinzuarbeiten, dass die Rolle ausgebaut wird, weißt du? Die macht das so gut, gibt es ja noch einen Tag mehr. Und dann am Schluss heißt der Film Resi. Ja, in einer Nebenrolle. Nee, aber ich habe gerade zum Beispiel bei der Hamburger Filmwerkstatt einen Kurzfilm gedreht, der hieß Sülze. Sülze? Sülze. Da habe ich Emma gespielt, eine Entbeinerin, die so Beine von Schweinen abhackt und Kann man den mal irgendwo sehen? Mal gucken. Ja. Eigentlich ist es nur ein Studium-Dingsbums da. Verstehe. Ja. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Cosma, auch du gehst heute Abend natürlich zum Kometen, zur größten Musikorgie der Welt.
Und da geben wir auch einen Preis. Du verleihst einen Preis? In welche Kategorie? Bestes internationales Video. Ich tippe auf die Pet Shop Boys. Wirklich wahr? Mhm. Ja, da werden die Weiber durchdrehen, wenn die auf die Bühne kommen. Die Pet Shop Boys. Die räumen ab heute Abend. Cosma, ich wünsche dir viel Spaß bei den Dreharbeiten zu Marlene. Ja? Und wir singen sie auch ihr beliebtes Lied, Resi, ich hol die mit dem Traktor ab. Okay. Das war's. Wenn Sie am Montag im Laden stehen, der Wagen heißt Ferrari. Dankeschön. Tschüss, bis dann.